Du hast das Gefühl, du bist zu alt, um etwas für dich, für deinen Körper zu tun? Blödsinn, niemand ist zu alt, um sich fit zu halten. Ich zeige dir jetzt, was du tun kannst, um auch im hohen Alter noch voll beweglich zu bleiben. Ich habe heute extra Liebschau- und Prachtübungen für dich herausgesucht, die sich im Alltag wohltuend auswirken können. Wir fangen an mit einer ganz einfachen. Du gehst an die Wand, etwa einen halben Schritt Abstand, und legst die Hände dagegen. Und jetzt versuchst du ganz einfach nur, nach vorne zu drücken, um dich ein bisschen nach hinten zu überstrecken. Und das muss gar nicht weit sein. Woran merkst du, wie weit du das machst? Bring die Leisten nach vorne und zieh den Bauchnabel zurück. Und je weiter du nach hinten gehst, umso mehr nimmt die Dehnung zu. Und das merkst du daran, dass so ein Dehnungsschmerz entsteht, der immer intensiver wird. Und das machst du ganz langsam, ganz sicher, dass du jederzeit stoppen kannst. Und wenn du das Gefühl hast, diese Intensität der Dehnung, die ist so, dass sie gerade noch gut erträglich ist, aber ein bisschen mehr wäre nicht mehr gerade noch gut erträglich, wäre nicht mehr ein Wohlfühlschmerz, ja? Dann stoppst du da und wartest einfach. Bleib jetzt so stehen, mach gleich mit. Ich habe ganz vergessen zu sagen, du sollst mitmachen. Das ist eine Mitmachübung, ja? Direkt mitmachen und dann warten wir ein Momentchen. Und dann merkst du wahrscheinlich, wie die Dehnung voranschreitet. Das heißt, diese Intensität nimmt ein bisschen ab. Und so wie sie abnimmt, hast du wieder Platz, um noch ein bisschen mehr reinzugehen. Und das machen wir jetzt einfach 2 Minuten lang und dann wirst du merken, wie du dich fühlst hinterher. Immer wieder zwischendurch darauf achten, dass die Leisten nach vorne gehen, dass der Bauchnabel zurückgezogen wird, dass praktisch die Rückwärtsbewegung in der Hüftgelenksebene stattfindet und nicht oben drüber im Rücken. Es wäre auch nicht schlimm, aber dann wäre die Übung nicht ganz so effizient gegen Rückenschmerzen und all das, was da weniger wahrgenommen werden soll. Dafür arbeiten wir ja. Ja? Um bei diesen Schmerzen das Richtige zu tun, damit sie immer weniger werden. Immer weiter nach hinten, Leisten gehen vor, Bauchnabel geht zurück. Und wenn du in der Position stehst und das schon kannst, dann fühl mal in deinen Atem rein. Du atmest ja ein und du atmest aus. Beobachte das mal kurz und dann mach das Timing mal so, dass in dem Moment, wo du ausatmest, eher ein bisschen weiter in die Dehnung gehst. Und beim Einatmen bleibst du, wo du bist. Und beim Ausatmen wieder etwas weiter in die Dehnung. Ja? Jetzt haben wir es schon gleich geschafft, du hast gut durchgehalten. Jetzt geh langsam wieder raus, langsam wieder rausgehen, Arme ein bisschen schlenkern, reinfühlen und schreib doch mal einen Kommentar, wie alt du bist und dass du trotzdem die Übung machst und was du dabei empfindest. So, und jetzt bei der zweiten Übung machen wir etwas für deine Ganzkörperfitness. Erschrick nicht, wir gehen jetzt auf den Boden, legen uns hin und gehen wieder hoch. Und du sagst jetzt vielleicht, oh, das schaffe ich doch überhaupt nicht, das fällt mir schwer. Genau deswegen müssen wir es doch üben. Das Runtergehen und das wieder hochgehen. Wir machen es ganz langsam und du schaust bitte einfach erstmal zu. Nichts machen, einfach nur zuschauen. Ina tut jetzt so, als ob sie da Schwierigkeiten hätte. Deswegen habe ich ihr einen Stuhl hingestellt. Ina, nimm mal den Stuhl als Hilfe. Lass dich langsam runter, beweg dich ganz langsam. Ja, dann geh auf beide Knie. Dann geh eine Hand runter, mit der einen, dann mit der anderen. Genau. Und dann geh erstmal auf die Seite, indem du einfach dich so ein bisschen zur Seite runterlässt. Jawohl. Und von da aus kannst du auf den Bauch gehen direkt. Seite, Bauch. Okay. So, jetzt dreh dich auf den Rücken. Ja, roll dich rum, beweg dich entsprechend, so wie es geht. Okay. Und die Regel ist, wenn du in der Rückenlage angekommen bist, einen tiefen Atemzug einatmen und wieder ausatmen. Und dann rollst du dich wieder zur Seite, weil du willst ja aufstehen. Ja, geh zur Seite, ist das Einfachste. Jawohl, dann zieh dich hoch, drück dich hoch. Geh erst auf das eine Knie, Stuhl zur Hilfe, dann auf das andere Knie. Dann rutsch näher an den Stuhl ran, geh auf ein Bein erst. Dann drück dich mit den Händen vom Stuhl hoch und du stehst wieder. So, und jetzt verspreche ich dir was. Wenn du diesen Durchgang einmal am Tag machst,
dann wird es nicht lange dauern und du merkst, wie das immer flüssiger wird. Weil ganz viele Muskelgruppen arbeiten da wieder und man weiß aus Studien, dass der Körper bis ins allerhöchste Alter trainierbar ist, also auf Training reagiert. Muskeln werden stärker, Stoffwechsel findet wieder statt, du fühlst dich immer wohler. Und jetzt machen wir diese Übung zusammen. Ja? Du stellst dich auf deine Matte, hast einen Stuhl da bereitgestellt und jetzt lässt du dich runter. Ina, wie eben auch. Du machst wie eben und du zu Hause versuchst für dich das mitzumachen. Genau. Gehst nach unten, dann irgendwie zur Seite, kommst seitlich runter, das ist das Leichteste meist. Gehst erstmal auf den Bauch. Okay. Okay, Halbzeit, kleine Pause verdient. Jetzt dreh dich auf den Rücken. Die Seite erstmal drehen, dann rumheben, jawohl. Und vielleicht dauert es bei dir viel, viel länger. Ja, dann sorry, dass wir zu schnell machen, aber mach einfach deine Geschwindigkeit. Und mach einen tiefen Atemzug, einmal einatmen, einmal ausatmen. Und dann dreh dich wieder rum, dass du eine Möglichkeit hast, wieder hochzukommen. Erst drehen, jawohl. Dann auf ein Knie, dann aufs andere Knie, auf die Unterarme, auf die Ellbögen. Dann den Stuhl zur Seite nehmen, zur Hilfe nehmen. Dann ein Bein erstmal aufstellen und dich mit der Armkraft helfend nach oben zu drücken. Erstmal ein Bein, dann das andere Bein. Jawohl. Und es ist ein Beifall fällig. Ina, gut gemacht. Du zu Hause auch gut gemacht. Vielleicht war das ja ein kleines Erfolgserlebnis für dich. Daumen nach oben wäre schön, würde ich mich sehr freuen. Und leite bitte dieses Video an alle weiter, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben, eigentlich im höheren Alter fast jeder. Alle werden dankbar sein, wenn sie von dir dieses Video bekommen, weil sie haben eine Möglichkeit, ja, sich einfach wieder fitter zu machen. Und jetzt machen wir noch eine Übung für den Alltag total wichtig, weil die wird dir helfen, dich bücken zu können. Ja? Weil das Bücken ist ja teilweise ist ja so weit, dass man noch nicht mal sich die Schuhe mehr binden kann oder mit großen Schwierigkeiten das verbunden ist. Und das darf nicht sein, das wollen wir wieder abtrainieren, dass es wieder positiv wird, ja? Dass du locker deine Schuhe binden kannst. Wenn was runterfällt, gehst du locker runter und hebst es wieder auf. Das ist alles eine Frage der Übung. Ja? Mag sein, dass du vielleicht irgendwelche Verletzungen hast oder Unfälle hattest, die das irgendwie unmöglich machen. Das sind aber absolute Einzelfälle. Im Normalfall lässt sich das ganz leicht wieder antrainieren. Okay? Du sitzt dort, streckst beide Beine, nimmst ein Handtuch, unsere Übungsschlaufe oder einen Gürtel, nimmst praktisch die Schlaufe um die Füße, mach die Beine zusammen, guck, dass das Handtuch oder was du immer nimmst, am Vorfuß ansetzt und dann ziehst du dich immer weiter nach vorne. Und Ina käme jetzt locker bis vorne hin, aber um es dir zu zeigen, weil die wenigsten schaffen das im höheren Alter, ja, du ziehst dich immer weiter nach vorne. Und dann spürst du die Dehnung wo? Du spürst sie eventuell im Fußgelenk, eventuell in der Wade, in der Kniekehle auf jeden Fall. Ja? Dann spürst du sie vielleicht an der Rückseite der Oberschenkel, vielleicht im Gesäß und vor allen Dingen auch hier im unteren Rücken. Und das ist wunderbar, weil das sind genau die Stellen, die verhindern, dass du dir locker die Schuhe binden kannst oder locker was aufheben kannst. Und da dehnst du jetzt einfach rein. Und wir machen das mal zusammen jetzt. Komm in die Position und wir fangen an, die Dehnung aufzubauen. Nimm wahr, wo es bei dir zieht. Dann, wenn das geht, versuch mal deinen Atem zu beobachten. Wie ist dein Atem? Beobachte mal das Ein- und das Ausatmen. Und dann kannst du, wenn du es schon hinbekommst, immer ein bisschen weiter in die Dehnung reingehen, während du ausatmest. Weil dann geht es leichter, weil der Körper dann entspannter ist. Und bleib mit der Dehnungsintensität, egal wo, an welcher Stelle du sie jetzt am meisten spürst, immer so im gerade noch gut erträglichen Bereich, dass du sagen kannst, es ist gerade noch ein Wohlfühlschmerz. Atme schön. Und jetzt machen wir etwas, du kannst es mitmachen, kannst aber auch erst nach 2-3 Wochen, die du dieses Video jeden Tag möglichst machst, ja, diese Übung, kannst du erst nach 2-3 Wochen auch starten, so wie es sich für dich gut anfühlt. Jetzt
Streng dich mal so an, als wolltest du mit deinem Rumpf zurück. Da du dich aber festhältst an der Schlaufe oder an deinem Gürtel, geht der Rumpf nicht zurück. Und dieses Krafttraining ist so wertvoll. Und dann lässt du locker und gehst ein bisschen weiter nach vorne. Ja, das machst du immer mal wieder, bis dann insgesamt 2 Minuten rum sind. Du atmest schön, du beobachtest die Intensität deines Schmerzes, dass sie immer gerade noch gut erträglich ist. Muss ein Wohlfühlurlaub sein, ein Aktiv-Wohlfühlurlaub. Ja? Das muss das Gefühl sein. Also ich will damit sagen, du arbeitest schon, du trainierst, ja? Du tust was für dich, da ist eine Aktivität, aber es ist positiv. Halt Aktivurlaub. Ja? Und dann gehst du langsam wieder raus und fühlst nochmal rein. Übrigens die Schlaufe, wenn du die haben möchtest, Infos gibt es hier. Fühl mal rein, fühl rein. Werden Rückenschmerzen im Alter immer schlimmer? Wenn du meine Meinung dazu hören möchtest, dann klickst du bitte hier. Und wenn du insgesamt wissen möchtest, was du gegen Rückenschmerzen tun kannst, dann wäre es wichtig, dass du den Kanal abonnierst. Das kannst du hier. Denk auch an die Glocke, damit du kein Video verpasst. Du weißt, es geht um Rückenschmerzen. Ciao. Ciao.